control. Yo, was geht ab und willkommen zu einer Runde QSG. Ich bin heute mal auf der Map Altmetall und ja, so, das hier wird unser erster Kill. Der Gomme Mode HD. Und ja, auf jeden Fall, heute ist Dienstag und ich wollte eigentlich schon am Montag eine Runde HFSG aufnehmen. Nur, ich weiß nicht. Nach ein paar Versuchen habe ich es gelassen, weil Full Premium nicht wirklich Spaß gemacht hat. Zwischen all den Teams und ja, ich hatte eigentlich überlegt, dann vielleicht mit jemand anderem noch Hive aufzunehmen, aber da waren eben alle off. Und heute hatte ich dann nicht wirklich Lust, sondern dachte mir, nehme ich einfach QSG auf, passt auch zu dem Thema. Ihr werdet es wahrscheinlich schon im Titel sehen. Und zwar habe ich vom Gomadee-Team eine eigene Screenshot-Box bekommen. Das werde ich, denke ich, am Ende des Videos einfach kurz zeigen. Das findet ihr nämlich in der Community. Die haben das recht cool gemacht. Früher war das immer so, dass die Räume schon vorgebaut waren. Aber jetzt ist es so, dass wenn sich eben ein jeweiliger YouTuber dort reinstellt, beziehungsweise dort einen Knopf drückt, dann wird der Raum erst aufgebaut. Und das finde ich eigentlich echt eine coole Idee. Weil dann jeder YouTuber in jeden Raum kann. Es gibt halt eine obere und eine untere Etage. Echt ganz cool gemacht. Und ich werde, denke ich, am Ende des Videos auch dann eine Zeit lang da drin sein. So, während zocke ich nebenbei noch irgendwas anderes oder so. Ja, auf jeden Fall töten wir den Typen hier mal und rennen kurz ein bisschen weg. Habe ich einen Diane? Nee, oder? Nee, da liegt auch keiner. Ich dachte gerade. Ja, dann verfolge ich den mal. So, langsam mehr hoch. Ich habe meine Settings wieder mal umgestellt, wie fast in jedem Video. Jetzt gerade habe ich, glaube ich, FOV, ja, Craig Pro und Gehbewegung an plus GUI Auto. Ja, GUI Scale Auto. Und ich weiß nicht, komme damit eigentlich ganz gut zurecht. Schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare, also wie das so im Video aussieht. Ich finde das eigentlich immer ganz fresh mit Gehbewegung manchmal. Natürlich, wenn ich die aushabe, kann es natürlich auch für andere gut aussehen, aber momentan macht es mir einfach so ein bisschen Bock. Weiß nicht, vielleicht stelle ich das in der Zukunft wieder um. Höchstwahrscheinlich, aber ich denke, ich lasse das jetzt mal eine Zeit lang so. Und da oben steht der. Er campt einfach. Oh, okay. Gut, dann greifen. Ja, dieser Joker, der hat echt low equip. Und ich denke, ich schaffe die Runde 8 Kills. Es sei denn, der staubt mir den ab. Dann schaffe ich nämlich nur 7, weil ich den anderen 100 pro killen werde. Bin ich mir ganz schön selbstsicher. Okay. Ja, also ich kann das bei manchen Gegnern abschätzen, ob ich jetzt eine Runde gewinne oder nicht. Also, bei dem weiß ich jetzt zum Beispiel, er schlägt einfach nur so, dann blocke ich ein, zwei Mal und dann habe ich ihn. Ja, ich hänge jetzt eben kurz am Ende des Videos ran, wie ich in die Community gehe. Und ja, ich würde sagen, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein und so. Peace. Okay, ich bin jetzt gerade hier und ihr seht schon, da ist so ein YouTube-Play-Zeichen, genauso wie hier. Und die ganzen Räume sehen gleich aus und ich finde das ja auch ganz nice. Ja, auf jeden Fall klicke ich einfach zum Beispiel auf den Button und ihr seht schon, der Raum hat sich aufgebaut, so, also hier sind ein paar Pokémon drin und generell ist es ein bisschen verschönert worden, finde ich eine ganz coole Sache. Und ja, nochmal großen Dank an das Gomadee-Team, ist jetzt nichts wirklich krass Besonderes, sage ich mal, aber es ist schon was ganz Cooles. Und ja, ich würde sagen, noch einmal, wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da, bis zum nächsten Mal, Peace.